Wir machen einheimische Wildblumen, ein Sortiment von ca. 500 Arten. Und bewirtschaften wir das nach Demeter-Richtlinie, biodynamisch. So die Hauptkundschaft oder die Grosskundschaft sind bei uns Naturgärtner. Und das wollen wir eigentlich auch immer in der Kundschaft so verklickern, dass wir nicht Ware liefern, sondern wir liefern Pflanzen. Die Zuneidechse war schon immer in der Gärtnerei oder an diesem Ort. Und Frau Willi hat das gleich mal entdeckt und hat dann auch Sandhäufen gemacht für die Eidechse, damit sie einen Standort hat, wo sie ihre Eier legen kann. Es sind ein paar spannende Elemente für die Zuneidechse. Das eine ist das Trockenmäuerli. Hier so in diesen Spälten können sie sich gut verkriechen, übernachten, verstecken von irgendwelchen Katzen oder anderen Fressfeinden. Wir haben selber auch eine Katze, die hilft uns da so gegen Mäuse, die hinter Zäumereien wollen. Aber auch die bringt manchmal eine Zuneidechse heim. Also ich nehme an, wir hätten einige mehr Zuneidechse, wenn es weniger Katzen wären. Unser Ziel ist eigentlich, möglichst alle Blumen via Samen zu machen. Für das haben wir den grossen Mutterpflanzengarten. Der Garten soll möglichst vielfältig sein. Einerseits haben wir das Gefühl, in den Pflanzen ist es wohler, wenn sie vielfältig durcheinander wachsen können, als alle so in Reihe und Glied auf dem Beet. Im Boden ist es wohler und in den Tieren ist es eigentlich auch wohler. Und das fördert eigentlich alles insgesamt die Biodiversität. Das ist mich ein gutes Beispiel, dass nicht immer alles super aufgeräumt sein muss. Hier hat es die drei Buchs und dann wuchert da so ein Hopfen drin. Hinter dran ist ein Haufen, wo man zwischendrin wieder mal etwas Gärt drauf tut, aber sonst nichts damit macht. Und nebenzu hat es ein Gehölz. Unten der Stein war schon. Und nebenzu den Asthaufen haben wir dann irgendwann, als wir hier von dem Weissdorn mussten schneiden, haben wir das einfach unten reingebiegen. Und das sind so Strukturen, die mich denkt, kann jedem Garten irgendwo ein Plätzchen haben und bringt in der Biodiversität sehr viel. Und dann noch Pflanzen dazu, die die Insekten anziehen. Man kann sehr vielfältige Strukturen schaffen und es gibt ja nicht unbedingt richtig für Zuneidechse oder falsch. Das wählt sie ja dann selber aus, schlussendlich. Wenn es ihr passt, dann ist sie da und wenn nicht, dann ist vielleicht ein anderes Tier da, das Freude daran hat. Leute, die einen Garten haben oder anlegen, denkt es mir, ist wichtig, dass man so kleine Strukturen schaffen kann. Und dann denkt es mir auch noch wichtig, dass man halt wirklich auch schaut, dass man Pflanzen hat, die die Insektenwelt etwas bietet. Weil auch das Zuneidechse muss gefressen haben. Und es ernährt sich auch vorwiegend von Insekten. Und da ist man bei den einheimischen Pflanzen sicher auf der richtigen Seite. Die bietet eigentlich alle für irgendein Insekt etwas. Und auch bei den Zierpflanzen findet man gewisse Studien, die gut sind für die Insekten. Wenn ich arbeite und ich sehe, wie es lebt und tut und fliegt und voller Leben ist, das finde ich eine Energie, die mir sehr viel gibt. Und auch häufig von außen von anderen Leuten wahrgenommen wird. Also ich habe jetzt noch immer gehört, wo gesagt hat, so einen Garten will ich nicht. Und so, ja, geht es mir auch.